Und was soll das hier drüben sein? Das ist eine Wand. Nein, sie hat eine Krümmung. Zu sprechen. Ja, eine gekrümmte Wand. Ah ja, das heißt also, es gibt dort kaum eine gerade Fläche. Richtig. Wieso ist dort eine Tür? Damit man den Raum betreten kann. Miles, ich denke, mit dieser Krümmung haben wir eine interessante... Hundertwasser. Was? Erleuchten Sie Ihren Partner. Mir ist durchaus bekannt, wer Friedensreich Hundertwasser war. Dann ist Ihnen auch bekannt, dass er gerade Linien als ein Werk des Teufels empfand. Als er vor kurzem starb, wurde viel über ihn geschrieben, was dann womöglich zu der Krümmung an dieser Stelle hier geführt hat. Einen Moment mal, was soll das heißen? Ich habe kein Problem mit solchen Anspielungen. Ich empfinde aber die Platzierung dieser raffiniert gekrümmten Wand hier an diesem Punkt leider sehr unorganisch. Ja, so als wäre das in erster Linie eine Referenz an Hundertwasser. Das wäre gut möglich. Eigentlich habe ich noch ein paar weitere Anliegen. Sie brauchen doch keine Pause, oder? Natürlich nicht. Guter Mann. Ich mache mir große Sorgen um Eli. Oh Gott, hast du mich erschreckt? Jemand muss etwas unternehmen, weil er sonst... Was? Hey! Was soll denn das? Cassidy schläft noch mit einem anderen hinter seinem Rücken. Und wenn Eli davon erfährt... Okay, warte kurz. Ich schließe noch schnell meinen Schrank ab. Glaubst du etwa, ich lüge? Was? Nein, nein, ich glaub dir, ich wollte... Grace, ich kenne diese Mädchen, okay? Lisa und Rachel waren auch mal meine Freundinnen, aber sie haben Cassidy mir vorgezogen, genauso wie Eli. Was soll's? Jemand muss Eli die Wahrheit sagen, sonst... ihm nicht selber? Tolle Idee. Seine Ex-Freundin, die er gerade erst abserviert hat, warnt ihn vor seiner neuen Freundin. Sehr überzeugend. Da traut er schon eher seiner Nachhilfelehrerin. Grace, er ist gar nicht so selbstbewusst. Er tut nur so. Und wenn er als Letzter herausfindet, was alle schon wissen, dann mache ich mir große Sorgen um ihn. Und was hast du ihr gesagt? Na, was hätte ich schon sagen sollen? Statt dir ist Karen Semler in meiner Lesegruppe, weil ich gemerkt habe, dass mich mit ihr wesentlich mehr verbindet. Denn die gute Karen hört zu, wenn ich mit ihr rede, anstatt immer bloß in ihrer eigenen Welt aufzugehen. Dann ist also eure Freundschaft jetzt... Ganz egal, worüber wir sprechen. Irgendwann geht's bloß noch um Rick hier, Rick da. Rick und ich haben eine tolle Idee. Oh, da fällt mir gerade ein Sarge. Ja? Erinnern Sie Rick noch mal an Jessys Ferienlager? Na klar. Du bist doch auch mit jemand befreundet. Aber du lässt mich das nicht permanent spüren. Das hoffe ich. Du erwähnst ihn nicht mal. Naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich vermute... Daran, dass du erwachsen bist. Lilly taumelt einfach von einer verkorksten Beziehung in die nächste hinein. Sie hat vollkommen die Kontrolle verloren. Verlieren wir nicht alle hin und wieder mal ein klein wenig die Kontrolle über uns? Nein, du nicht. Und wenn, würdest du deine Kinder nicht mit reinziehen? Naja, ich versuch's zumindest. Karen, du würdest nie vier Kinder deinem Wunsch unterordnen, gemeinsam eine glückliche Familie zu bilden. Wie meinst du das? Okay, ich glaube zwar, es gibt keine Grippewelle, aber du bist anscheinend anderer Ansicht. Die Kinder müssen abgeholt werden. Und heute werden die Shrimps geliefert. Und du musst erst mal wieder gesund werden. Ich nehme die Shrimps in Empfang und dann hole ich die Mädchen ab. Danke, Tiffany. Keine Ursache, lieber Jake. Du siehst gar nicht wie eine Lesbe aus. Im Vergleich zu heute Vormittag, als du mit Jennifer geredet hast. Wir haben euch gesehen. Aber was verbindet euch, wenn ihr nicht lesbianisch seid? Lesbianisch ist kein Wort. Sie hat dir nicht zufällig eine gemeine Lüge über eine gemeinsame Freundin von uns erzählt, oder? Dann hätte sie nämlich die Unwahrheit gesagt. Eine unwahre Lüge also. Genau. Und wenn du sie weitererzählst, wird dir das schon bald ziemlich leid tun. Warum macht ihr euch denn solche Sorgen, wenn es nicht um die Wahrheit geht? Ach, Grace, ich hätte noch eine Frage an dich. Bist du eigentlich Afroamerikanerin? Denn als Weiße geht man doch nicht mit einem Schwarzen aus. Ich weiß nur, du bist eine Meschugge, eine rassistische, blöde Kuh. Was zum Teufel heißt denn Meschugge?
Hör zu. Eli weiß, dass du auf ihn scharf bist, dass du alles für ihn tun würdest. Und er macht sich darüber lustig. Wir alle tun das. Also wenn du irgendwelche Lügen erfährst, über Cassidy, von boshaften Mädchen, denk nicht darüber nach. Vergiss es am besten gleich wieder, okay? Das stimmt mich doch schon wesentlich zuversichtlicher. Und Ihre Zuversicht stimmt auch mich zuversichtlich. Na, das hört man doch gern. Oh ja, ich könnte juchzen vor Glück. Zum Abschied noch ein Stück Yikama, aber dann muss ich los. Miles. Rick, ich dachte, wir hätten uns geeinigt, was Ihren Partner angeht, dass ich jetzt bloß noch mit Ihnen zu tun habe. Da haben Sie vollkommen recht, Miles, aber David arbeitet hier genauso... Trotzdem erwarte ich, dass sich Ihr Freund David aus dem Projekt heraushält. Auf Wiedersehen. Ich ertrage diesen Drecksack. Ich glaube, du hast keine Ahnung, wie wichtig dieser Kunde ist. Weißt du eigentlich, wie er dich verändert hat, Rick? Hauptsache ist doch, dass ich ihn im Griff habe, so, David. Also ich stelle mich Griff, seinen Manipulationsversuchen und das mit Erfolg. Ich weiß ja, er treibt dich auf die Palme und das tut mir sehr leid für dich. Ach, aber mich ist der Mann vollkommen kalt. Ich komme immer mit ihm zurecht. Hallo. Ich habe angerufen. Hat dir das niemand ausgerichtet? Nein, niemand. Entschuldige. Du hast doch jede Kontrolle verloren. Er schiebt einen Keil zwischen uns beide. Du vertraust mir nicht mehr. Tut mir leid, ich wollte wirklich nur... Ach, halb so wild. Nur, wenn wir sie heute nicht abgeben, dann... Jessys Anmeldung für die Ferien. Oh, die hatte ich hier irgendwo. Ich hatte sie gerade noch in der Hand. Nur jetzt... ist sie... Rick, hast du... deine Unterschrift vielleicht absichtlich zurückgehalten? Nein, wieso sollte ich das tun? Solltest du wegen des Ferienlagers Bedenken haben? Oder wenn du schon was anderes mit ihr vorhast? Karen, ich werde das sofort unterschreiben, so wie ich es versprochen habe. Ich wollte nur noch mal kurz einen Blick auf die genauen Termine werfen. Mach das ganz, wie du willst. Habe ich dich irgendwie verärgert? Nein, es ist nur, dass... ich weiß, dass ihr heute Abend die Kinder zusammenbringen wollt. Sie essen zusammen Pizza und das ist auch schon alles. Das ist mir schon klar. Du hast doch bestimmt mit den Kindern darüber geredet. Ja, natürlich habe ich das. Das finde ich gut. Vielen Dank für das Vertrauen in mich. Hast du gedacht, ich würde sie einfach so zu diesem Essen zwingen? Tut mir leid, aber ich kann einer fremden Frau nicht einfach so meine Kinder überlassen. Nein, das geht einfach nicht. Ich sehe ja ein, dass du und Lilly... eigentlich recht habt, wenn ihr... Und wo liegt das Problem? Es gibt gar kein Problem. Was ist denn? Ich bin's. Was hältst du von einem 2-Meter-Sandwich? Naja, in welchem Zusammenhang? Für unser Essen. Eigentlich wollte ich Sparrows holen, aber dann fiel mir ein, dass Jessie Vegetarierin ist. Daher... Sie ist doch Vegetarierin, oder? Ja, das ist sie. Ich dachte, wir wollten einfach bloß Pizza bestellen. Ich wollte ja nur etwas haben. Na gut, ich muss wieder zurück ins Büro. Ich unterschreibe noch für Jessie. Hallo? Ja, entschuldigst du mich kurz für einen Moment? Hier. Lilly, lass uns das Ganze nicht übertreiben, okay? Ich finde es nicht übertrieben, wenn ich versuche, dieses Essen... Versuche nicht mit dem Essen irgendwas zu erzwingen. Das will ich doch gar nicht. Dann belass es doch bei irgendwas Einfachem. Einverstanden. Dann gibt's eben nur Pizza.